Also, schauen wir uns an, wie wir eine Soccerbot-Session mit Hilfe der digitalen Soccerbot-Card starten können. Im Hauptmenü wählen wir den Button Abo-Session starten. In der Kamera scannen wir nun den QR-Code ein, den wir auf unserem Handy haben. Automatisch wird unser Name hinzugefügt und die Session ist gestartet. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, händisch einen weiteren Spieler einzugeben oder über den Button hier eine weitere Soccerbot-Card einzuscannen. In der Mode-Auswahl sind alle Modes hinterlegt. Hier wählen wir uns einfach einen aus, wählen den entsprechenden Schwierigkeitsgrad und starten das Spiel. Nun wird das Spiel auf dem Tablet und im Soccerbot gestartet und wir sind ready to play. Wenn der Mode im Soccerbot geladen ist, habt ihr die Möglichkeit, über einen Pass auf den Play-Button selbstständig das Spiel zu starten. Chosen one, I was made for this, you know that I-